Seit kurzem sollen Bill Kaulitz und Mark Eggers offiziell ein Paar sein. Doch offenbar glaubt nicht jeder, dass die Beziehung der beiden echt ist. Nach wochenlangen Spekulationen und einem Turtelauftritt auf dem Oktoberfest ist seit kurzem offiziell, dass Bill Kaulitz und Mark Eggers ein Paar sind. Schon vor knapp einem Jahr hatten die beiden erstmals miteinander angebandelt, doch erst jetzt machten sie Nägel mit Köpfen. In seinem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood verriet der 35-Jährige bereits einige Details, die zeigten, wie verliebt und glücklich er mit dem Mann an seiner Seite ist. Doch so manch einer hat offenbar Zweifel an der Beziehung der beiden, so wie letztens Star Christina Henny und ihr Mann Luca Henny. In ihrem Podcast Don't Worry, Be Henny kam der DSDS-Sieger auf Bill und Mark zu sprechen. Was ist da jetzt eigentlich los mit dem Bill Kaulitz und dem Mark Eggers? Offenbar können sich Christina und Luca nicht wirklich vorstellen, dass die beiden wirklich ein Paar sind. Wir können nicht glauben, dass das Ganze echt ist. Warum ausgerechnet auf dem Oktoberfest, wo so viele Kameras und Leute dabei sind? Eine Spekulation der beiden, Bill Kaulitz und Mark Eggers, könnten die Liebelei für die zweite Staffel der Kaulitz-Netflix-Doku inszeniert haben. Vor allem der 30-Jährige traut dem Braten nach eigenen Angaben noch nicht. Was wohl die wenigsten wissen, Luca Henny und Mark Eggers kennen sich bereits seit 2017 durch die Sendung Dance Dance Dance. Ich weiß nicht, ob er damals schon auf Männer stand, aber er war da mehr der Frauenheld. Es kam für mich aus dem Nichts, aber es sei ihnen natürlich gegönnt, findet der Musiker. Seine Frau hatte offenbar einen ähnlichen Eindruck von dem 38-Jährigen, den sie einst bei einem YouTube-Dreh kennengelernt hatte, der lässt nichts anbrennen an der weiblichen Front. Dennoch findet sie, leben und leben lassen. Warum darf jemand, der sein Leben lang auf Frauen stand, nicht jetzt auf einmal sagen, ich stehe jetzt auf Männer oder ich stehe auf Männer und auf Frauen? Das kann passieren, es ist ja nicht verboten. Punkt. Ob sich Bill Kaulitz und Mark Eggers zu den Spekulationen der Hennys äußern werden, bleibt wohl abzuwarten.